Deine Zukunft in meinen Händen. Eine German Let's Start Fanfiction von Farrah Otex. Kapitel 20. Die letzte Nacht hatte ich kaum geschlafen. Jedes Mal, wenn mir diese Worte, diese wenigen und doch so alles verändernden Worte zurück ins Gedächtnis gekommen waren, hatte ich die Augen aufgerissen, an die Decke über mir gestarrt und bemerkt, wie sich mein Puls verschnellert hatte und mein Atem schwerer geworden war. Und auch noch jetzt am Morgen war ich müde, verwirrt und unsicher, was das alles zu bedeuten hat. Bisher hatte ich von Manu nur als Kumpel gedacht. Vielleicht auch als guten Kumpel, einer, der mich sogar noch besser verstand als Micha. Aber warum überhaupt? Nur wegen den Briefen, oder? Und dann verliebte sich mein anderes Ich also plötzlich in ihn. In einen Jungen auch noch. Ich hatte bisher noch nie über sowas nachgedacht, weder über die Liebe noch über Mädchen. Das Einzige, das ich sicher gewusst hatte, war, dass ich um Himmels Willen keine Zicke daten wollte, und jetzt wurde ich so mit der Nachricht überfallen, dass ich so ganz anders gepolt war als der Rest. Maurice? Schläfst du etwa noch? Hey! Aufwachen! Ich schreckte auf und sah, dass meine Nase nur noch Zentimeter über der unangerührten Müsli-Schüssel geschwebt hatte. Hastig griff ich nach meinem Löffel und stopfte die Schokoflocken in mich, während ich noch immer Schwierigkeiten hatte, meine Augen offen zu halten. Oh je, was sollte das nur im Unterricht werden? Meine Mutter schnalzte mitfühlend und strich mir über die Schultern. Bist du gestern noch zu lange aufgeblieben? Oder bist du krank? Wenn du heute nicht noch einen Test schreibst, kann ich dich ausnahmsweise krank melden. Nein, wir schreiben heute noch ein Diktat, murmelte ich bedrückt und zuckte plötzlich zusammen. Ich musste Manu noch wecken. Nicht, dass ich es vergessen hätte, aber durch meine Verpeiltheit hatte ich den Anruf für kurz vor meinem Aufbruch geplant. Aber er brauchte natürlich noch Zeit zum Frühstücken und Anziehen. Nur gut, dass ich jetzt noch dran gedacht hatte. Mein Kumpel meldete sich nach dem dritten Freizeichen. Maurice? Guten Morgen. Er klang wirklich unglaublich müde, aber auch froh, dass ich mein Versprechen hielt. Automatisch breitete sich ein Lächeln auf meinem Gesicht aus. Hi, Manu. Bist du schon aufgestanden? Nein, gerade erst aufgewacht dank deines Anrufs. Er atmete ein wenig schwer, während er sich wohl aus dem Bett hiefte, und mein Herzschlag beschleunigte sich. Plötzlich war ich noch aufgeregter und nervöser als davor, und meine Finger am Handy wurden langsam warm und schwitzig. Dann bis gleich in der Schule. Und gern geschehen natürlich. Ich lachte kurz auf und fühlte mich dämlich dabei. Warum konnte ich in so einer Situation nicht cool sein oder etwas Cooles sagen? So etwas, was Michael jetzt sagen könnte. Auf jetzt, den letzten beißen die Hunde. Vielleicht, keine Ahnung, ob er wirklich so reagiert hätte. Aber es klang besser als mein dämliches Gestammel und fühlt sich auch passender an, als jetzt wie das Mäuschen am Hörer zu hocken und darauf zu warten, dass noch etwas geschah. Manu ersparte mir dankenswerterweise eine Blamage. Genau. Bis gleich, meinte er noch, ehe er auflegte und ich aufatmen konnte. Puh, das war schwieriger gewesen als erwartet. Lag es daran, dass mein zukünftiges Ich mir prophezeit hatte, wie drastisch sich unsere Beziehung in den nächsten 2 Wochen entwickeln würde? Vielleicht, obwohl ich selbst noch nicht spürte, dass es stimmen konnte. Ich fühlte mich nur seltsam aufgewühlt und total verunsichert, aber das war doch keine Liebe, oder? Nein. Wahrscheinlich nicht. Noch nicht, fügte mein Gewissen hinzu. Bisher war der Großteil aller Vorhersagen so eingetroffen, wie sie beschrieben worden waren. Also auch das? Wollte ich bewusst darauf hinarbeiten oder es einfach geschehen lassen? Ich wusste es nicht. Doch bis ich es wusste, musste ich irgendwie meine Gefühle unter Kontrolle kriegen. Wenn ich so vor Manu oder den anderen auftrat, würde es nur Fragen, stichelnde Kommentare oder sogar Spott hageln. Und noch mehr schwerende Gedanken konnte mein armer Kopf nicht auch noch verarbeiten. Er war ja jetzt schon überfüllt mit der Schule, mit meinem Streit mit Micha, den Sorgen um Manu, den Briefen und. Da hatte ich auch noch Kummer Platz, den ich ganz sicher dadurch bekommen würde. So, um also alles zu sortieren. Manu war vorerst mein Kumpel. Ich musste mich konzentrieren, um meine Fehler... Nein,
die Fehler, die ich sonst begehen würde, auszubessern und unser beider Zukunft schöner zu gestalten. Das blieb vorerst mein Hauptziel. Und ja, wenn noch mehr als freundschaftliche Gefühle dazukommen sollten, dann kamen sie halt dazu, schätze ich mal. Erzwingen oder künstlich vorspielen wollte und konnte ich sie nicht. Das wäre zum einen unfair und zum zweiten noch eine zusätzliche Belastung. Wie ich das Kauderwelsch managen wollte, wenn es nun einmal zu mir gekommen war, wusste ich noch ganz und gar nicht, aber darüber würde ich mir Gedanken machen müssen, sobald es soweit war. Und jetzt in der Schule musste ich unbedingt einen Weg finden, das alles vorerst beiseite zu schieben. Ich selbst zu sein und nicht plötzlich irgendwelchen Schwachsinn vor Übermüdung oder Unaufmerksamkeit von mir zu geben. Doch ich wusste schon jetzt, in meiner heutigen Verfassung war das mit Sicherheit verschwendete Mühe. Kapitel 21. Ich sollte richtig liegen. Manu kam mir ein paar Schritte entgegen, sobald ich den Klassenraum betreten hatte und zu meinem Platz schlurfte. Hey, alles okay bei dir? Du siehst fertig aus. Ist etwas? Schlecht geschlafen, murmelte ich, ein wenig erschrocken darüber, wie leicht man mir mein inneres Chaos wohl ansah. Aber als ich kurz zu Alina hinüberspähte, die sich gerade mit Klassenkameraden unterhielt, winkte sie mir zur Begrüßung nur flüchtig und lächelnd zu. Vielleicht sah man es ja doch nicht so sehr. Oder Manu hatte einfach extrem gute Augen dafür. Naja, dann leg dich am besten nach der Schule noch mal ein wenig hin, bevor du deiner Familie hilfst, meinte mein Gegenüber sichtbar erleichtert und schloss mich kurz darauf in eine aufmunternde Umarmung. Ich erwiderte sie erst nach kurzer Überraschung, als Manu schon drohte, mich wieder loszulassen. Micha hatte mich noch nie so umarmt, deshalb kam es so unerwartet für mich. Wenn er es tat, dann nur in Verbindung mit einem vorhergehenden Knuffer gegen meine Schultern oder einem Versuch, mir beim Durchdruppeln meiner Haare die Frisur zu zerstören. Aber so mochte ich es viel lieber. Ohne das Necken, meine ich. Einfach nur kurz durch die Nähe des anderen wissen, dass sie einen akzeptieren. Ich lächelte Manu dankbar an, als wir uns wieder voneinander lösten. Er lächelte zurück, ehe wir wieder zu unserem Pult gingen. »Wirklich nur müde?«, fragte er mich etwa 10 Minuten später leise, da der Unterricht angefangen hatte und ich scheinbar ein wenig vor mich hinträumte. Hastig nickte ich ihm zu, ehe ich einen ängstlichen Blick nach vorne warf, ob die Lehrerin mich gleich für meine Unaufmerksamkeit tadeln würde. Tat sie aber zum Glück nicht. Sie schrieb nur eben einen langen Satz an die Tafel und die Hälfte der Klasse hatte hinter ihrem Rücken bereits mit Schwatzen begonnen. »Warum?«, fragte ich also leise zurück und Manu deutete mit ein paar undeutlichen Bewegungen auf seine Wangen hin. Automatisch wischte ich über meine eigenen, im festen Glauben, er wolle mich auf irgendwas aufmerksam machen, was dort klebte oder gekrümmelt war. Vielleicht sogar mit meinem schwarzen Kuli hingemalt. Ich hatte ihn schließlich vorhin schon in der Hand gehalten und wer weiß, was damit angefangen, während ich meinen Gedanken nachgehangen hatte. Manu verkniff sich das Lachen, als er mich beim Rubbeln und Reiben meines Gesichts betrachtete. Musste wohl hartnäckig sein. Immer weiter versuchte ich, was auch immer von meiner Haut herunterzuschrubben, bevor er mich schließlich bei den Handgelenken nahm und sie beiseite zog. Ich schluckte etwas peinlich gerührt. »Du hast da nichts«, klärte er mich auf. »Du warst nur etwas rot um die Nase. Ich dachte, du hättest dir vielleicht einen Schnupfen eingefangen, aber jetzt bist du es recht überall rot. Tut mir leid.« Mir schoss das Blut ganz heiß in die Wangen, und wenn das möglich war, wurde ich sogar noch röter als zuvor. Hatte Manu mich etwa beobachtet? Oh Gott, das war mir jetzt tatsächlich etwas unangenehm. Und dann hielt er auch immer noch meine Hände fest. Hastig schaute ich beiseite und wollte mich von ihm wegdrehen, der hartnäckigen Überzeugung, dass mittlerweile alle Augen auf uns gerichtet sein mussten und man schon über uns tuschelte. Aber ich sah niemanden. Sie hatten zum Glück doch mehr mit sich selbst zu tun gehabt. Durch meinen Schwung hatte ich Manu aber meinen rechten Arm entrissen, und als hätte er sich dabei verbrannt, ließ er schnell auch meinen anderen los. So saßen wir nun also da, beide mit feurig brennenden Gesichtern, den Blick starr auf den Tisch gerichtet, ich mit zwischen den Schultern eingezogenem Kopf, er kerzengerade und seinen ineinander verkrampften Fingern auf seinem Schoß. Mein Atem hatte sich auch wieder beschleunigt und ich hoffte so sehr, dass ich nicht gleich einen Schweißausbruch bekam, weil mir so unangenehm warm wurde. Nicht jetzt. Es war schon so peinlich genug.
Erst ein paar Minuten später sah ich aus meinen Augenwinkel, wie Manu sich wieder bewegte und seinen Kopf in seine Handflächen stützte. Hoffentlich dachte er nichts Falsches von mir. Die ganze Situation war nur so surreal und seltsam gewesen. Ich hätte ihn ja nicht verletzen wollen, falls ich ihn verletzt hatte. Sollte ich mich entschuldigen? Besser wäre es, oder mich zumindest nach ihm erkundigen. Also drehte ich mich etwas zu ihm und wollte ihn anstupsen, hielt aber inne, sobald ich sein Gesicht sah. Jegliche Röte war spurlos verschwunden. Stattdessen war er kreidebleich geworden und seine Augen waren leer und ohne jegliche Hoffnung. Er sah aus, als hätte er soeben etwas überaus Wichtiges und Wertvolles für immer verloren. Mein Blick schien er dabei gar nicht zu bemerken. Er war scheinbar völlig in seinen Gedanken versunken, was auch immer ihn so traurig machte, so niederschlug und am Boden hielt. Seine Unterlippe bebte kurz, seine Stirn legte sich in angestrengte Falten und seine Finger krallten sich plötzlich so heftig in seine Wangen, dass sie auffällige Abdrücke hinterließen, die sich wie Deckfarbe von einer weißen Landwand abhoben. Ich konnte es einfach nicht übers Herz bringen, ihn anzusprechen, obwohl ich wusste, dass ich es hätte tun sollen. Er sah einfach nur so unendlich verzweifelt aus. Manu, hier wird nicht geträumt. Die Stimme der Lehrerin wischte uns beide unvorbereitet und ähnlich heftig. Während mein Herz einen Schlag aussetzte und ich verschreckt zusammenzuckte, ruckte seinen Kopf nach oben und er kippte durch den Schwung seitlich von seiner Stuhlkante. Es rumpelte laut, als er auf den Boden aufschlug und die Klasse begann laut zu lachen. Es ging auch alles viel zu schnell für mich, sonst hätte ich versucht, ihn festzuhalten oder wieder hochzuhelfen. So rappelte der Junge sich hastig alleine auf und rutschte beschämt zurück auf seinen Platz. In seinen Augen lag noch immer derselbe glanzlose Ausdruck wie vorhin, während er sich kleinlaut entschuldigte und mit jeder Sekunde weiter in sich zusammensank und schrumpfte unter dem Gelächter unserer Mitschüler. Wieder konnte ich nichts tun oder sagen. Er tat mir nur so furchtbar leid in diesem Moment. Kapitel 22. Noch während die Schulklingel ging, sprang Manu auf und hängte sich seine Tasche um und lief zügig auf die Tür des Klassenzimmers zu. Dabei hatten wir eine Doppelstunde hier. Ich verstand sofort und rannte ihm nach. Er wollte nach Hause gehen. Aber dann würde er noch mehr Fehlstunden haben und müsste sich morgen vor den Lehrern rechtfertigen, was zu einer weiteren unangenehmen Situation für ihn führen würde. Er startete damit quasi einen Teufelskreis und das wollte ich dringend verhindern. Manu war bis ins Erzgeschoss gelangt, bevor ich ihn eingeholt hatte. »Manu, warte doch!« rief ich ihm japsend nach, nahm ihn rasch in meine Arme, als er stehen blieb und sich tatsächlich zu mir umdrehte. Damit, dass ich ihm folgen würde, hätte er wohl nicht gerechnet. »Bleib hier, okay? Das war doch nicht so schlimm.« »Doch. Was? Hast du nicht gesehen, wie sich die anderen über mich lustig gemacht haben?« brachte er mit dünner Stimme heraus und ich bemerkte, dass er kurz davor war, in Tränen auszubrechen. Oh nein, nicht weinen. Etwas verloren begann ich, ihm vorsichtig über den Rücken zu streicheln, in der Hoffnung, es würde ihn beruhigen. Aber er kämpfte gegen meine Berührung an, sodass ich ihn wieder losließ. Er wusste nicht, wohin er gucken sollte, während er sich mit seinen Ärmeln über das Gesicht fuhr. »Ich will doch einfach nur keinen Ärger machen«, murmelte er und wollte sich wieder dem Ausgang knapp vor uns zuwenden, aber ich hielt ihn sanft zurück. »Komm bitte wieder mit zurück. Das kann doch mal passieren und du bist nicht der Einzige, der mal unaufmerksam ist oder eine dumme Antwort gibt. Die Blonde, ein paar Bänke vor uns zum Beispiel, die hat vor einer Woche in Ethik etwas von einer Katze mit einem Marmeladenbrot gefaselt. Da haben auch alle gelacht. Aber weißt du was? Wenn wir jetzt zurückgehen, wird niemand mehr lachen. Das haben die alle schon wieder vergessen, wollen wir wetten? Sie werden nur lachen, wenn du dich von so etwas Kleinem unterkriegen lässt. Bitte komm, sonst werden sie dich morgen wieder ärgern.« Ich war über mich erstaunt, wie frei und selbstsicher ich das eben hinbekommen hatte.
Es war vielleicht nicht das Beste gewesen, dafür war ja eigentlich Alina die bessere Rednerin von uns, aber ich glaubte, dass ich recht mit dem hatte, was ich meinem Kumpel ans Herz legen wollte. Und darauf kam es ja an. Bitte, Manu, beiß die Zähne zusammen, auch wenn es dir jetzt besonders schwer fällt. Noch überlegte er, hin und her gerissen, seiner Entscheidung. Und schließlich, nach gefühlten Minuten des Abwartens, nickte er endlich zaghaft. Na gut, du hast erreicht, Dado. Wegrennen hilft nichts. Ich holte erleichtert Luft. Das war gut. Das musste die richtige Entscheidung gewesen sein, obwohl nichts davon in den Briefen stand. Die Zukunft änderte sich bereits. Auch Manu versuchte sich jetzt an einem klitzekleinen Lächeln, das durch seinen noch immer eher traurigen Blick eher krumm und schief geriet, und ließ sich dann von mir zurück zum Klassenraum führen. Gerade so rechtzeitig konnten wir noch vor dem nächsten Klingelzeichen durch die Tür schlüpfen und zu unseren Plätzen spurten. Dann begann die Lehrerin auch schon wieder munter in ihrem Stoff weiterzugehen. Jetzt atmete auch Manu befreit auf. Wie ich gesagt hatte, niemand lachte mehr über ihn. Und jetzt begann ich zu verstehen, wieso er die Tage zuvor gefehlt hatte. Im Grunde war er wie ich, genauso schüchtern und ein wenig verklemmt, mit einer großen Angst davor herauszustechen und aufzufallen. Ich konnte genau nachvollziehen, wie sich das anfühlte. War das ein weiterer Grund, warum er meinem älteren Ich so wichtig gewesen war? Weil wir ähnlich gestrickt waren und vielleicht gerade deswegen Trost beieinander finden konnten? Es war gut möglich. Und da ich das nun wusste, würde ich ab jetzt noch besser auf seine Probleme eingehen können. Ich spürte plötzlich, dass ich beobachtet wurde und zuerst dachte ich, es wäre wieder Manu, doch er versuchte jetzt, dem Unterricht zu folgen, um nicht noch einmal angezählt zu werden. Es war Micha, der sich zu uns umgedreht hatte und den Blick behielt. Als ich ihn erwiderte, sah ich ihn noch geschlagen seufzen, ehe er sich wieder abwandte und nach vorne sah. Er hatte diesmal wenigstens nicht so böse wie in den letzten Tagen ausgesehen. Aber ich spürte unbewusst, dass er noch Gesprächsbedarf deswegen hatte. Und das, wenn möglich, sehr bald. Kapitel 23. Er ließ sich bis nach der Schule Zeit, als wir alle zusammen nach Hause gingen. Manu und ich waren nebeneinander vorausgegangen, aber als Micha an meiner Seite auftauchte, fiel der Brünett bereitwillig ein Stück zurück. Etwas angespannt wartete ich darauf, was mein Kumpel mir zu sagen hatte. »Ihr versteht euch gut, hm?« fragte er schließlich und bescherte mir ein mulmiges Gefühl. Ich wusste nicht, ob er das als weitere Provokation meinte oder ob es eine simple Feststellung war. »Tun wir«, antwortete ich also bloß. Micha nickte und schwieg wieder eine Weile. Es waren die Pausen, die mich in diesem Moment beinahe wahnsinnig machten. »Naja, dann kann ich mit ihm ja wohl kaum noch mithalten, was?« Ich, bevor er noch einen Satz sagen konnte, drehte ich mich zu ihm und funkelte ihn an. »Hör auf«, zischte ich. »Du kannst mich nicht vor so eine Wahl stellen. Hier geht es um ein Menschenleben, klar? Wie soll ich dich bevorzugen, in dem Wissen, dass man...« Ich drehte mich hastig um, aber Manu war zu weit entfernt, als dass er unser Gespräch zufällig aufschnappen konnte. »Dass Manu sonst sterben wird, das kannst du mir nicht wirklich antun.« »Das will ich doch auch gar nicht«, verteidigte sich Micha mit erhobenen Händen. »Ach, nicht?« gab ich mit einer Mischung aus Verblüffung und unerwarteter Schärfe zurück. »So hat das nämlich die letzten Tage ausgesehen.« Mein Freund zögerte, schaute sich wie ich eben um, dann legte er mir einen Arm um die Schultern und zog mich mit meinem zögerlichen Einverständnis ein wenig beiseite, so dass wir kurz anhalten und das miteinander klären konnten. »Geh schon mal weiter. Wir kommen dann nach.« »Geht schon mal weiter. Wir kommen nach.« Dann schaute er mir intensiv in die Augen, während er sich an seiner Jeanstasche zu schaffen machte und nach kurzer Suche einen kleinen Zettel hervorfischte. »Hier, das dürfte Beweis genug sein.« »Was ist das?« fragte ich skeptisch, da er mir das zusammengeknüllte Blatt weder gab noch auseinanderfaltete, um es mir zu zeigen. Micha holte nochmal kurz Luft, wie um seinen Mut zu sammeln. Dann lächelte er mich warm an. »Das ist mein Brief. Natürlich habe ich auch einen bekommen, so wie ihr.
Wir sind alle noch zusammen in der Zukunft. Aber ich schätze, ich bereue etwas anderes als ihr. Zeig her! Verlangte ich aufgeregt, aber er schüttelte den Kopf. Das ist privat. Aber ich weiß auch, was ich zu tun habe. Meine Aufgabe ist es, loszulassen und Platz für Manuel zu machen. Er ist für dich der bessere Freund von uns beiden. Und weißt du was? Zuerst habe ich mein älteres Ich für diesen Fetzen gehasst. Aber jetzt verstehe ich, was er meint. Ich tue, was ich von mir verlange. Aber wenn etwas zwischen euch passiert... Also, ich meine, wenn ihr... Ach, vergiss, was ich sagen wollte. Er winkte seufzend ab, drehte sich um und erstarrte. Als ich an ihm vorbeiblickte, wusste ich auch wieso. Manu stand da in vielleicht 5 Metern Entfernung zu uns und hatte ganz offensichtlich unserem Gespräch gelauscht. Als er unsere Blicke auf sich zog, ging er hastig weiter, aber leugnen konnte er nicht, was er getan hatte. Erschrocken schauten wir uns an. Fuck, wisperte Micha leise und endgültig. Er hatte etwas über den Brief gesagt. Unsere zukünftigen Ichs und unsere Aufgabe. Und Manu konnte wirklich alles davon aufgestimmt haben. Was sollten wir jetzt tun, ohne aufzufliegen? Ich hatte damit gerechnet, dass ich den blassen Jungen erst morgen wiedersehen würde. Aber ich entdeckte ihn noch an der Straßenecke, an der sich unsere Schulwege kreuzten. Er saß dort auf der Kante vom Bürgersteig und rupfte einzelne Grashalme aus der Wiese hinter sich, den Blick auf die Straße gerichtet und seinen Ranzen neben sich abgestellt. Beinahe mochte ich glauben, dass er absichtlich auf mich gewartet hatte. Aber an seinem Zusammenzucken, als ich mich zu ihm setzte, merkte ich, dass er wohl nicht wirklich mit Gesellschaft gerechnet hatte. Manu, ich muss dringend wissen, was du eben alles gehört hast. Setzte ich ihm die Pistole auf die Brust und sah ihn erröten. Waren das etwa Geheimnisse? Ich würde nichts weiter verraten, das verspreche ich dir. Was hast du gehört? Wiederholte ich mit leicht bebender Stimme und dem stillen Wunsch, es möge für ihn weder so harsch noch so ungeduldig klingen, wie es sich in meinen Ohren anhörte. Man schluckte schwer. Ich habe nichts gehört. Wirklich nicht. Ich wollte euch auch nicht belauschen, nur... Er schwieg und begann, seine Finger aneinander zu kneten. Ganz überzeugt von seinen Worten war ich zwar noch nicht, aber dass er mich nicht mit Fragen darüber lächelte, was unser Gespräch zu bedeuten hatte, machte mich ein klein wenig optimistischer. Wir hatten uns vorhin schließlich nicht angebrüllt, und es bestand tatsächlich die Chance, dass Manu so spät zu uns gestoßen war, dass er selbst mit ein paar aufgeschnappten Worten von Micha nichts anfangen konnte. Dann war alles nochmal gerade so gut ausgegangen. Habt ihr euch ausgesprochen und wieder vertragen? Fragte Manu irgendwann vorsichtig und ich bejahte. Aber... Beste Freunde sind wir wahrscheinlich nicht mehr. Er hat gemeint, dass das so nicht richtig ist. Mein Kumpel neben mir nickte verstehend und klopfte sich das Gras von der Hose und zögerte mit halb offenem Mund, als könne er sich nicht ganz überwinden, den nächsten Satz noch über seine Lippen zu bringen. Was ich dich noch fragen wollte? Dado, hast du... Also... Bist du zurzeit in jemanden verliebt? Ich stockte. Hä? Wieso ausgerechnet diese Frage? Und dann auch noch jetzt? Wie kam er so plötzlich darauf? Nein, zurzeit nicht, antwortete ich und setzte gleich nach. Und du? Manu lächelte verlegen. Vielleicht ein bisschen schon. Aber ich muss jetzt dringend nach Hause. Bis morgen, Dado. Dann rappelte er sich auch schon auf und ging los, aber nicht ohne mir nochmal schüchtern zuzuwinken. Vielleicht? Komisch. Und dann sagte er mir nicht einmal, in wen. Ob es ein Mädchen in Essen war? Oder doch von hier, in das er sich bereits verguckt hatte? War das in den anderen Welten auch so passiert? Oder nur in dieser hier, in der ich den Brief besaß und schon so viel verändert hatte? Schade, dass ich das mein zukünftiges Ich nicht fragen konnte. Wie so viele andere Dinge auch, die er mir nicht geschrieben hatte. Das hätte mich wirklich interessiert.
Kapitel 24. Die nächsten Tage bot sich aber keine Gelegenheit mehr, Manu noch einmal auf seine seltsame Frage und seine noch seltsamere Antwort anzusprechen. Zwar weckte ich ihn noch jeden Morgen wie versprochen und in der Schule schwatzten wir in den Pausen viel miteinander. Aber nicht darüber. Es ergab sich einfach nie und ehe ich mich versah, war auch schon Freitag. Eine Woche vor dem Sportfest und der einzige Tag, an dem ich die Gelegenheit hatte, Manu beim Basketball zu beobachten. Vielleicht konnte ich ihn schon heute dazu ermuntern, sich in die Turnierliste einzutragen. Aber auf dem Weg zur Halle fiel mir schon die erste merkwürdige Sache auf. Mein Kumpel hatte keinen Sportrucksack dabei. Hatte er ihn in einem Klassenraum vergessen? Eilig stupste ich ihn an. Manu, wo hast du deinen Turnbeutel? Er schaute mich etwas überrascht an, ehe er sich nervös lachend durch die langen Haare fuhr. Ach so, den. Der muss dann wohl noch bei mir zu Hause liegen. Ich kleiner Schussel. Ach, Manu. Ich hatte zwar immer Wechselsachen mit, aber die waren ihm sicher ein Stück zu klein. Dann musst du den Sportlehrer fragen, ob du trotzdem mitmachen darfst. Er sieht es zwar nicht so gerne, aber vielleicht macht er für dich eine Ausnahme. Doch am Ende landete er nach einer langen und ausführlichen Diskussion doch neben mir auf der Bank und musste die Punkte für die Basketballmannschaft zählen. Er hatte sogar so lange mit dem schnauzbärtigen Mann in Jogginghose gesprochen, dass ich mich in dieser Zeit komplett hatte umziehen und aufwärmen können. Scheinbar hatte sich der Typ wirklich nicht kleinreden lassen. Aber wenn er schon nicht mitspielen durfte, dann konnte ich ihn ja immer noch beobachten und einschätzen, aber tatsächlich so aussah, als wolle er gerne mitmachen. Und das tat er auch. Nicht einmal nahm er die Augen von den flinken Pässen, seine angewinkelten Beine wippten dabei leicht auf unsere Bank, als fieberte er begeistert mit. Ja, Basketball war bestimmt der richtige Sport für ihn. Da musste ich ihn in einer Woche nur noch rechtzeitig wecken und an seine Sportsachen erinnern. Du würdest wohl gerne mitspielen, konnte ich eine Viertelstunde später nicht mehr an mich halten. Manu zögerte unsicher. Ja, eigentlich schon, gestand er dann endlich. Ich lächelte ihm aufmunternd zu. Dann trag dich doch mal Sportfest dafür ein. Basketball ist wie jedes Jahr noch frei. Er schüttelte traurig den Kopf. Nein, danke für das Angebot. Aber ich möchte nicht. Hä? Wieso denn nicht? Fragte ich ihn verwirrt. Mein Gegenüber rang sichtbar mit sich selbst. Ich bin nicht gut darin. Ach, das ist doch halb so schlimm. Es geht doch um den Spaß und du siehst so aus, als würde dir das schon Spaß machen, besuchte ich es weiter. Mein zukünftiges Ich hatte gemeint, ich solle ihm einen kleinen Schubs in die richtige Richtung geben und einen Korb im Turnier zu treffen, würde ihm bestimmt richtig viel Selbstvertrauen schenken. Aber jetzt wehrte sich Manu noch stärker, offenbar völlig zerrissen zwischen zwei Fronten. Das geht nicht, Ado. Selbst wenn ich wollte, okay? Versuchte er mich abzuwimmeln, wodurch ich erst recht neugierig wurde. Warum sollte das nicht gehen? Olli kennt ein paar von den Stammspielern. Wenn er mit ihnen redet, werden sie dich sicher ordentlich mitspielen lassen. Und am Wochenende können wir zusammen üben, wenn du möchtest. Es gibt einen kleinen Platz hier, ganz in der Nähe, und Tado! Ich hab Asthma. Ich kann keinen Sport mitmachen. Noch während er mir das zuzischte, schien er es schon zu bereuen. Beschämt starrte er zu Boden und meine Kinnlade klappte herunter. Das hatte mein älteres Ich nicht gewusst? Wie? So nicht? Hätte ich jetzt nicht nachgebaut, wäre mein nächster Plan vielleicht gewesen, ihn einfach auf der Liste einzuschreiben, um ihn damit zu überraschen und eine Freude zu bereiten. Zum Glück hatte ich es nicht getan, sonst wäre es Manu wohl noch übler ergangen. Ich musste in Zukunft noch besser aufpassen, welche Tipps ich wie anging und sie deutlich mehr hinterfragen. Und dass dieser Versuch des Ausbesserns meiner früheren Fehler nochmal so glimpflich verlaufen war, verdankte ich einem kleinen Wunder und der Tatsache, dass mein Kumpel sich mir gegenüber geöffnet hatte, anstatt mich einfach nur anzuschweigen. Warum hattest du mir das vorhin nicht schon gesagt und mich stattdessen angelogen? Wollte ich noch immer perplex von ihm wissen. Er sank weiter in sich zusammen, unsinniges Zeug vor sich hinstammelnd und langsam Abstand von mir suchend. Es war ihm mehr als unangenehm, sowohl erwischt worden zu sein, als auch diesen Schwachpunkt von sich preisgegeben zu haben. Er begann sogar plötzlich zu zittern und ich merkte, dass ich ihm mit meiner provokanten Frage nicht hätte bloßstellen dürfen. Entschuldigung, so war das nicht gemeint.
murmelte ich, also möglichst belegt, obwohl es in meiner Brust immer noch ängstlich und entsetzt von meiner Entdeckung pochte und stach, und ich rutschte vorsichtig wieder näher zu Manu. Er tat nichts dagegen, schluckte nur öfter und hastiger als normal, um sich zu beruhigen, und nahm es hin, dass ich ihm irgendwann zusätzlich noch sanft über den mageren Rücken strich. An meiner alten Schule hat man mich dafür gehänselt, erklärte er mir schwach. So lange, bis ich nicht mehr am Rand sitzen wollte und mitgemacht habe. Aber ich habe kaum 5 Minuten durchgehalten und wäre beinahe noch erstickt, weil ich meinen Inhalator am Ranzen gelassen hatte. Deswegen wollte ich eigentlich nicht, dass hier irgendjemand davon erfährt. Das ist ja schrecklich, entfuhr es mir laut, und schuldbewusst senkte ich meine Stimme hastig wieder. Manu schaute sich alle mit um, aber niemand war in der Nähe, um es überhaupt gehört zu haben. Jetzt konnte ich mir auch denken, wieso er mitten im Schuljahr aus einer Großstadt hierher gezogen war, anstatt noch auf die Sommerferien oder sein Zeugnis aus Essen zu warten. Solches einfach nur abartiges, böses Mobbing musste grauenhaft gewesen sein. Alles wegen einer blöden Krankheit, für die niemand etwas konnte und mit der nicht gescherzt werden sollte. Ich werde es niemandem weitersagen. Ehrenwort, Manu, versprach ich ihm und sah, wie sich sein trauriger Gesichtsausdruck langsam wieder aufhellte. Nochmal würde ich nicht zulassen, dass man ihm das antat. Kapitel 25. Ey, Manuel! Wie steht es? Die Streithähne wollen einfach nicht weiterspielen, bis sie es wissen. Wir beide guckten etwas erschrocken auf und dann einander an. Verdammt, ich hatte Manu total vom Zählen abgehalten. Schon wurden seine Wangen fleckig und er druckste herum, was den völlig verschwitzten Spieler vor uns aufstehen ließ. Sag jetzt bloß nicht, du hast nicht aufgepasst. Mann, du musst nicht einmal schießen und kriegst es nicht hin. Er unterbrach sich, als ich aufsprang und mich zwischen sie stellte. Dafür war ich schon mal mutig oder dumm genug gewesen, aber jetzt sank auch mir das Herz in die Hose. Der Typ war deutlich größer als ich, was kein Wunder war, da mich wirklich alle Jungs der Klassenstufe überragten. Und er war sauer. Unrecht hatte er auch nicht, wir waren unaufmerksam gewesen, aber das konnte man durchaus weniger ausfallend klären. Es war meine Schuld, stotterte ich schließlich eingeschüchtert und wenig überzeugend. Ich hab mit ihm gequatscht und ihn abgelenkt. Na, großartig! Und wer trennt die Sturköpfe jetzt wieder voneinander? Die glauben beide, dass ihre Mannschaft gewonnen hat. Jemand räusperte sich laut und ungeduldig, und ich rechnete schon mit der nächsten Beschwerde. Aber es war Micha, der auf uns zukam und sich den Kerl vor uns vornahm. Und ihr könnt wohl selber nicht ordentlich zählen, oder wie? Sonst wüsstet ihr nämlich, dass ihr unentschieden gespielt habt. Und jetzt hör auf, deinen Frust an anderen auszulassen, verstanden? Unentschieden kann ja jeder sagen, fauchte der Junge zurück. Vor allem, wenn man Fußball am anderen Ende der Halle spielt. Er grinste bereits triumphierend, als Micha erst wirklich ausholte. 12:12. Ihr habt einen Dreierwurf gehabt, einen Freiwurf und 4 normale Körbe. Die anderen haben 4 Freiwürfe gekriegt, 2 normal geworfen und dann noch Alinas Korb. Der zählt doppelt wegen den Mädchenpunkten. Fragen? Und ich konnte das als Mittelfeldspieler mitzählen. Also sei jetzt ja ruhig und geh zurück und klär das. Kurz funkelten sich die beiden noch giftig an, dann drehte der Spieler schnaubend ab und ging zurück zum Rest, die alle schon ungeduldig auf das Ergebnis warteten. Aber das war mir völlig egal. Ohne weiter nachzudenken, umarmte ich Micha einfach. Danke, Mann. Du hast uns eben echt gerettet. Kein Ding. Der Typ ist ein Arschloch. Da musste ich eingreifen. Grinste er und löste mich vorsichtig wieder von sich. Ich ließ es, wenn auch ein wenig traurig, zu und machte Manu Platz, der ebenfalls aufgestanden war. Ja, danke schön, Michael. Hast du wirklich die ganze Zeit zugeschaut? Micha zuckte mit den Schultern. Nö, das habe ich mir gerade ausgedacht. Gut, den Korb von Alina habe ich gesehen, aber ehrlich mal, wenn der so blöd ist und mir das glaubt. Manuel? Ich folgte Michas verwundertem Blick und sah, dass Manu sich die Hand vor seinen Mund hielt.
Sofort fing ich an, mir Sorgen zu machen, was jetzt mit ihm sein könnte und wie ich ihm notfalls helfen sollte. Doch er pustete nur und lachte plötzlich einfach schallend auf. Ein freies, ansteckendes Lachen, das auch mich zum Kichern brachte. Alles war wieder gut. Gemeinsam hatten wir eine weitere Demütigung für unseren neuen Freund verhindert. Und noch besser. Micha gab sich scheinbar endlich einen Ruck und knuffte Manu kumpelhaft, wie er es so oft auch bei mir schon getan hatte. Hey, wir können uns ab jetzt auch mit Spitznamen anreden, hä? Sorry, dass ich so ruppig zu dir war. Schon vergessen, erwiderte der Brünett nickend. Dann bekam auch ich meinen Knuffer samt Frisurenzerstörer. Und wann sehe ich dich auf dem Feld? Willst du gar nicht mitspielen? Naja, wich ich vorsichtig aus. Nachher vielleicht noch. Ihr seid ja grad genug Spieler. Micha zuckte mit den Schultern und hakte nicht weiter nach, bevor er kehrt machte und zu seiner Mannschaft zurückging. Sie begrüßten ihn mit einem High Five und machten sich dann enthusiastisch an die zweite Halbzeit. Ich seufzte. Ich hätte wirklich gern mitgespielt, aber sie hatten mich am Anfang als Auswechsler bestimmt und noch niemand von ihnen sah so geschafft aus, als dass er bald eine kurze Pause brauchte. Erst recht nicht nach dieser Unterbrechung. Naja, dann musste ich halt am Wochenende nochmal alleine für das Sportfest üben. Fußball, was? Das muss richtig Spaß machen. Manu hatte sich wieder zurück auf die Bank gesetzt und war wohl meinem Blick gefolgt. Ich lächelte leicht. Ja, macht es auch. Besser als Basketball jedenfalls. Ich mag Teamsport, auch wenn ich niemals einen Ball zugespielt bekomme. Aber er lachte nicht über meinen dahergesagten Witz. Er sah nachdenklich aus. Wieso nicht? Was, wieso nicht? Warum geben sie dir keinen Ball und lassen dich jetzt auch nicht mitspielen? Du bist doch gerade nicht verletzt, oder? Wieder einmal bewunderte ich, dass Manu im Gegensatz zu anderen nicht einfach dieses wahrscheinlich eher langweilige Thema wechselte oder aufhörte, weiter nachzubohren, sondern so viel Interesse an der Situation und ihren Gründen zeigte. Ich hätte ja auch einfach keine Lust haben können, um so die Doppelstunde Sport zu schwänzen und mit nichts tun zu verbringen. Aber es war beinahe, als wüsste oder vermutete er bereits, dass das nicht der Fall und ich nicht der Typ war, der lieber faulenzte, anstatt mitzuspielen. Er sorgte sich auch um mich. Und das war ein schönes Gefühl. Ich bin halt eher schusselig und werde leicht ausgespielt. Das merken die sich und dann will mich niemand wirklich in seinem Team haben. Hastig fügte ich noch hinzu. Dass ich Fußball mag, heißt nicht, dass ich besonders gut darin bin. Nicht, dass er dachte, was er eigentlich dachte. Dass ich ihn angeflunkert hatte? Wahrscheinlich, obwohl es dazu ja keinen direkten Anlass gab. Nur rechtfertigte ich mich fast immer für Kleinigkeiten. Ich hatte mich auch dieses Mal nicht rechtzeitig stoppen können, wie es schien. Manu wartete noch kurz, als erwartete er mehr. »War das alles?« fragte er schließlich und drehte sich halb zu mir. Ich nickte verdattert. Was wollte er noch hören? Er grinste mich an, stand auf und ballte seine Hände gewinnt zu Fäusten. »Es geht doch um den Spaß, das hast du eben noch selbst gesagt. Und wenn dir Fußball Spaß macht, dann spiel mit. Die anderen sollen dich ja nicht so klein halten, die haben alle schon genügend Zeit gehabt.« Und bevor ich dagegen protestieren konnte, lief er schnurstracks in die Richtung, die ich von unserer Bank die ganze Zeit schon hoffnungsvoll im Blick gehabt hatte. »Jungs, lasst Maurice mal mitspielen, okay? Er wartet schon die ganze Zeit.« Sie schauten einander an und ich rechnete mit Gelächter. Doch dann gab einer von ihnen nach, schlug mit mir ein und setzte sich auf meinen ehemaligen Platz. Ich durfte mitspielen. Auf einmal strahlte ich über mein ganzes Gesicht und nahm mir vor, mich heute extra anzustrengen. Für Manu, dem ich das hier verdankte und der mich jetzt vom Rand aus begeistert anfeuerte. Beinahe kam es mir vor, als hätte auch er einen Brief aus der Zukunft erhalten, um mich ebenfalls vor etwas zu retten. Aber das war nicht möglich. Nicht hier. Hi. Ja, ich gehe wieder das Risiko ein, eine Abmoderation zu machen, denn wie Pharaotix bereits gesagt hat, Abmoderation, das Chaos oder irgendwie so ähnlich, deshalb verzichte ich eigentlich eher darauf. Nein, ich habe mich nicht im Tag geirrt. Ich weiß, es ist, hoffe ich noch, Donnerstag.
aber da ich mich dann den Rest der Woche komplett darauf konzentrieren kann, das andere Video zu machen. Yay! Und ich bin am Überlegen, ob ich das mit Gacha Live wieder mache, so wie das Fangirl-Video, gar nicht Fanfiction-Video, oder ob ich es anders mache. Aber die Alternative wäre, dass man mich sieht und das weiß ich nicht, ob ich das will. Da bin ich noch am Überlegen. Und ja, hi, ich wollte eigentlich deshalb mehr Zeit haben für das andere Video. Jetzt sitze ich hier allerdings 40 Minuten. Okay, ich habe heute die letzten 5 Minuten aufgenommen. Aber yay! Langer Teil! Woo! Und ja, ich gucke immer, ob ich irgendwie einen guten Cut finden kann oder so. Oder ob ich irgendwie das nächste Kapitel unbedingt am Anfang haben muss. Und ja, gut, da kann ich nur sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik da, schaut bei Ferrootics vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und nicht wundern, am Ende habe ich bemerkt, dass ich vielleicht von vorne ins Mikrofon reden sollte und nicht von der Seite. Sollte man den Unterschied hören. Ich habe ihn gehört.